Moin moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten, zu meinem neuesten Projekt, und zwar Pac-Man Blaze Black 2. Nachdem ich Blaze Black 1 verkackt hatte durch viele, viele Fehler meinerseits, versuchen wir es einfach nochmal, und zwar mit dem zweiten Spiel von den Schwarz- und Weiß-Editionen. Und ja, ich freue mich sehr auf dieses neue Projekt und auch auf diese neue Challenge, denn es gibt in diesem Spiel auch einen Challenge-Modus, der nochmal schwieriger ist als der normale Modus. Und ja, ich bin sowas von gespannt auf diesen Challenge-Modus, dass wir auch direkt mal loslegen. Ich freue mich tierisch drauf. Howdy, Blaze Black 2, bla 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 bla. Hui! Ah ja, Moment, ich zeige erstmal das Fenster mit den Regeln, bevor ich es vergesse. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, ganz schlicht und einfach haben wir hier die Nuzlocke-Regeln für Blaze Black 2. Nuzlocke beginnt erst ab dem ersten gekauften neu geschenkten Pokéball. Auf jeder Route darf nur das erste Poké gefangen werden. Bei Brüller und Teleport ein neuer Versuch. Nur 30 Tränke, doppelte Pokés müssen nicht gefangen werden. So, kleinen Moment. Normalerweise freue ich mich ja, wenn der Postbote klingelt, aber dieses Mal ging es nur um ein Paket für den Nachbarn. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Wir waren bei... Doppeltes Pokus müssen nicht gefangen werden. Sollte nach drei Versuchen immer noch dasselbe Poko auftauchen, muss es gefangen werden. Sagen wir mal, wir haben einen Taubsi gefangen. Dazu zählen natürlich auch Tauburga und Taubos, wenn die später auftauchen. Man muss nicht dieselben Pokémon der gleichen Generation oder Entwicklungsstufe fangen. Wenn dann, sagen wir mal, ein Taubos auftaucht... Und wir haben schon Taubsi gefangen, dann kann man nochmal weitersuchen, und sollte dann nochmal ein Taubos auftauchen und nochmal ein Taubos auftauchen, müssen wir das Taubos fangen, sollte aber nach dem zweiten Versuch gleich ein Ibitak auftauchen, kann man das Ibitak fangen. Doppelte Pokés hatten wir schon, wenn ein Poké stirbt, wird es freigelassen. Wenn kein Poké mehr vorhanden ist, auch nicht auf der Box, ist die Nuzlocke verloren. Viele spielen Nuzlocke-Challenges so, dass die Nuzlocke vorbei ist, sobald man einmal ein Blackout hat. Ich mache das so, ich spiele so lange, bis meine Box leer ist, bis ich nichts mehr zum Einsetzen habe, denn ich finde das viel witziger, wenn man dann auch weiterkommt. Und dann, wenn wirklich alles weg ist und, ja, wie im letzten Spiel, da hatte ich nur Noctu zum Schluss übrig auf der Box, da habe ich dann auch gesagt, okay, das hat keinen Sinn mehr, weil ich viel zu schwach war gegen alles andere. Gut. Blip. Geschenkte Pokémon zählen für mich immer extra, denn geschenkt ist ja geschenkt halt, ne? Und einem Geschenken-Gau schaut man nicht ins Maul. Shiny Pokémon zählen auch extra, das gilt aber nur während der Aufnahme. Das heißt nicht, dass ich dann offscreen, wie ich das mit Andy auch besprochen hatte, durch die Gegend renne, durch die ganzen Felder und mir dann die ganze Zeit Shiny Pokémon fange, wenn die auftauchen. Nee, das mache ich nicht. Wenn während der Aufnahme jetzt auftaucht, okay, cool. Ansonsten, nee. Aber ich darf es fangen, wenn es während der Aufnahme passiert. Wenn ein Poké während der Aufnahme gegen ein wildes Pokémon stirbt, ja, ist halt normal in Nuzlocke, warum die da noch mit drin ist, weiß ich nicht. Jedes Poké erhält einen Spitznamen, um die Bindung zwischen Trainer und Pokémon zu stärken. Yay! Okay, was für Namen kommen, das überlege ich mir mal spontan, je nachdem wie das Pokémon aussieht. Ich werde einfach random Namen nehmen, nichts atemberaubendes, also keine Abonnenten. Definitiv nicht, ich habe, also das ist nur auf Wiederholung, da ich immer dieselben Zuschauer habe. Von daher, lassen wir das einfach mal. So, wir sehen uns gleich wieder im Spiel. So, und da wären wir auch schon wieder. Oh yeah! Let's do this! Und da wir das letzte Spiel mit Fran gemacht haben, also mit einem Mädchen, werden wir uns nochmal in ein Mädchen verwandeln, denn Fran will eine neue Chance haben. Eine zweite Chance, um sich zu beweisen und bis zur Pokémon-Liga zu kommen. Und hoffen wir, dass es gut geht. So, den brauchen wir, der braucht keinen anderen Spieler, wir nennen einfach Hoch, Hoch, Hoch. Umarmung, heißt das Hack? Ist das Hack? Umarmung? Game Freak Presents. Oh ja, ich freue mich auf diese Nuzlocke und Scheiß. Oh yeah. Ich bin gespannt, was wir für Pokés fangen werden. Und vor allem, wie stark nachher das Spiel ist im Challenge-Modus. Ist ja cool gemacht mit den Kirschblüten hier. Oh, wie schön! Das ist der Wind der Veränderungen. Der hier weht. Ist das meine Mutti? Die Mutti. Oh, mein Nacken. Oh mein Gott. Ach. Okay. Yay, sie landen genau vor ihren Füßen und verschwinden auf einfach. Auf einmal. Ring, ring, Telefon. So, Pokédex, bla bla. Ja, Bianca, right? Ja, ach, das war Bianca, okay. Come on! So, bla 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 bla.
Ah, wir können sie jetzt schon bewegen. Cool. Und die Geschwindigkeit lasse ich so. Ich finde das angenehmer. Ja, ich weiß ja schon über schon Bescheid. Pokédex, Pokémon, Pokédex, ja. Und Tasche, weiß ich auch Bescheid. So, wie man mit dem Telefon umgeht, weiß ich auch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und was tun wir jetzt? Wir sollen auf jeden Fall mit allen Leuten reden. Ah, fangen wir jetzt schon an, mit allen Leuten zu reden? Warum sollten wir mit allen Leuten reden? Einfach aus dem Grund, damit wir alle Items kriegen können. Die hier so rum verstreut sind. Okay, Big Brother. Bis bald, Friend. Yay, let's go. Ach, du läufst jetzt hinter mir her. Hi. Schenk mir was. Gib mir Items. Oh mein Gott, ich will Running Shoes haben. Huck. Ja, Huck ist bei mir. Okay, habe ich hier schon einen Trank zur Verfügung? 30 Tränke sind ja nicht viel, ne? Wenn man es mal genau nimmt. Es zählt ja wirklich nur Tränke dann. Nicht Heil-Items allgemein. Ah, und Beeren auch nicht. Beeren kann ich auch immer benutzen. Dun, 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 dun. Hui! Gehen wir mal hier rein. Hallo! Was geht ab? Oh, ich freue mich auf diesen Challenge-Modus. Geh weg. Nein! Aus dem Weg. Out of my way! Ah, da ist ein PC oben. Ich will mal gucken, ob da ein Trank auf der Box ist. Okay, können wir nicht bei... Schade! Ich meine, das ist ein fremdes Haushalt. Fremder Haushalt. Und sollten wir da auch am PC ran können. Dim, dim. Oh, ich freue mich so auf diese Herausforderung. Oh, warum ist es langsamer? Hä? Warum ist die Geschwindigkeit auf einmal so lame? Okay, dann werde ich mal meinen Ventilator anstellen, vorsichtshalber. Ach, mein PC hat ja irgendwie Macken, dass er gerne mal langsamer wird. Sobald er keinen Strom hat oder sobald er ein bisschen heißer wird. Dabei ist er noch gar nicht so alt, der ist gerade mal ein Jahr alt. Man kriegt jetzt schon die... Ah, was war das denn? Oh mein Gott, da ist mir das in den Nacken gekrabbelt. Ha! So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hey, mit dir will ich noch reden. Still, lucky Pokémon. Oh, vor dem Typen müssen wir abspeichern. Soweit ich weiß. Speichern wir ihn. Hallo. So, welcome. I am the Keybearer. So. Das ist nämlich ein Bug. Wenn man nämlich nicht vorher abspeichert, dann funktioniert das mit den Schlüsseln überhaupt nicht. Und dann stehst du da, willst den Modus umändern, so wie ich das vorhin schon mal versucht hatte. Und dann geht das die ganze Zeit nicht und du bist total überfragt. Naja. Challenge Mode, oh yeah. Dieser Modus wird für uns relevant sein, denn er scheint wirklich eine Challenge zu sein. Andy hat mir von diesem Spiel berichtet. Er hat nicht zu viel gespoilert, nur dass es schwer ist. Und ich freue mich natürlich. So, jetzt speichern wir nochmal ab. Und String R. Schauen wir mal, Blaze Black 2 Part 1. Ich muss mir immer Notizen sofort machen, wie mein Team nachher aussieht. Mode Selection Keys can now be transmitted with Unova Link's Key System. Oh yeah, Key System Settings, Set Difficult. Es funktioniert! Es funktioniert, Challenge Mode. Yay, mach ihn an. Damit sind wir jetzt super kräftig. Oh, ich muss auch Textgeschwindigkeit und sowas ändern, fällt mir gerade ein. Eins der nervigsten Sachen im Spiel. Wenn das zu lahmarschig ist, dann geht das ganze Spiel noch langsamer. Continue. Spring! Option. So, eben mal umstellen. Wir wollen Fast Battle an Shift. Save before air. Danke! So, let's do this! Geh mal hier hoch. Oh, ich habe immer noch keine Running Shoes, ne? Oh, I get it! Okay, hier ist Bianca. Du wartest hier? Okay, dann gehe ich schon mal vor. Oh, guck dir das mal, wie geil ist das denn? Das, mein Sohn, ist alles unser Land. Alles, was das Licht berührt. Oh, was ist mit diesem schattigen Land da hinten? Das, mein Sohn, ist ein gefährliches Gebiet, in dem man dich auffressen wird. Von Dinosauriern. Und sonst irgendwas, ja.
Ich habe mir Gedanken gemacht, was für ein Pokémon ich will. Wir hatten Tepig das letzte Mal, Feuerstarter benutze ich ja normal nie. Pflanzenstarter finde ich den hier nicht so schick und deswegen nehme ich Utaro, weil ich stehe total auf Wasser-Pokémon. Ich glaube, Utaro wird hier schon eine gute Wahl sein. Utaro wurde gefangen. Und du bist eine Robbe, ne? Wir nennen dich Robster. Rob. Weil wegen Robbe und so. Robster. Oh, du bist männlich. Sexy, Robster. Yes, I want to give him the nickname Robster. Yay, ich habe ein Pokédex sein. Aber keine Pokébälle, bitte. Wenn wir jetzt gerne die Weinbattle haben und gehen dann drauf. Das wäre zu schade. Gucken wir uns mal unser Pokémon an. Ein lasches Wesen. Ein Spezialverteidigungsminus und ein Verteidigungspluswesen. Okay. Powers up Water Typ Moves in a Pitch. Ah, schade. Ich hätte lieber das Wesen gehabt von ihm, dass er Critical Hits nicht abkriegen kann. Egal. Lass sie nun nicht ändern. Du willst jetzt bestimmt kämpfen, oder? Tu es nicht! Bitte! Sei so freundlich und geh einfach weg. Ja, ja, du hast ein Pokédex und der Pokémon auch erhalten. Bist ein ganz großer Held. Was überlegt denn der jetzt so lang? Ich will loslegen. Ah ja, Utaro muss ich aufschreiben. Utaro. Ja, war klar. Ray, komm her! Come on! I want to fight with you. Los geht's. Ein lasches... Oh Gott, Level 6, willst du mich verarschen? Nee, ich werde jetzt nicht seine Verteidigung senken. Das kann nämlich sein, dass das seine Verteidigung steigert. Da gibt es ja so ein Wesen. Leer. Ja, er will meine Verteidigung jetzt erstmal senken. Oh, der gibt mir gleich einen und ich bin down. Komm, steht wohl noch ein Treffer. Ha! Du bist ja dämlich! Oh mein Gott. Stirb! Down, 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 down. 125 X-Points. Level 6! Level 7! Oh mein Gott! Das nach dem ersten Kampf. Okay, Angriff und Spezialangriff ist noch... Oh, Watergun direkt gekriegt, cool. Angriff und Spezialangriff ist gleich, vom Wert her. Von daher brauchen wir uns da erstmal keine Gedanken machen. Was willst du jetzt noch? Ach, du willst mir das Pokémon Center zeigen. Okay, let's do this. Fucking shit. Oh, ich weiß gar nicht. Ist das nur Wasser? Also Typ Wasser, Utaro? Da will ich gerne mal eben gucken. Apropos Wasser. Es geht nichts über einen Schluck Wasser während deiner Aufnahme. Nochmal dieses Tutorial. So. Hey, ich habe Pokéballs gekriegt. Oh yeah. So, unser Geld schmeißt, hauen wir gleich auf den Kopf. Kaufen wir 10 Stück. Moment, Moment, Moment. Im Bag 30 Stück, da brauche ich gar keine Bälle kaufen. Zah! Kaufe lieber ein paar Tränke. Ja, 7 Stück sollten erstmal reichen. Haben noch ein bisschen Geld übrig. Was hast du denn zu verkaufen, mein Freund? Ach, immer diese Briefe. Und jetzt müssen wir mit den Leuten reden. Ich habe immer keinen Running Shoes, so blöd. Ah, Utaro, ich wollte ja gucken, ob das nur Typ Wasser ist. Ja, nur Typ Wasser. Likes to trash about. Aha. Die Werte lassen sich gar nicht... Ach, Special Defense ist natürlich doof, ne? Mann, das Wesen passt mir überhaupt nicht. Ich hätte lieber das andere Wesen gehabt, weil so wäre ich wenigstens geschützt vor Critic Hits gewesen. Menü, Pokémon, Health und keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, dass wir ein paar Poké geschenkt kriegen. Vielleicht kriegen wir wieder so einen geilen Elementaraffen. Das wäre doch nice. Was willst du jetzt? Mir auf die Nüsse gehen. Oh, die Running Shoes. Oh yeah. Oh Mann, ich bin die ganze Zeit am Gähnen. Sehr gut. Town Map. So haben wir jetzt mit den... Ach nee, gleich kommt das Pokémon-Fang-Tutorial, ne?
So, die rennt los. Wir rennen hinterher. Hat er gerade gesagt, Bon Voyage. Au revoir. Hier waren wir schon drin, ne? Jo. Yay, wir haben die Running Shoes. Ist das geil? Ist geil. Hallo. So, irgendjemand schenkt mir doch bestimmt was, oder? Ein paar schöne Items. So Zauberwasser zum Beispiel wäre jetzt geil. Hi. Für mein Wasser. Nein, nein. Oh mein Gott. Habe ich diesmal nur einen Rivalen? Letztes Mal die Charon und den, und die Bianca gleichzeitig. War nicht schön. Was? Going to the next town was a big adventure when I was a kid. Oh yeah, here, I give you something I always used to take with me back then. Hä? Die will man schenken, aber weiß nicht, wo es ist. Toll. Pappmeimer, sowas habe ich ja gern. Okay. Let's do this. Wo sitzt du jetzt? Ja, ich habe Motor. Oh cool, ich habe Fahrrad gekriegt. Ich bewege mich lieber mit den Running Shoes. Das war's, Leute. Wir machen jetzt an dieser Stelle einen Cut. Denn wir sind bei 16 Minuten. Das sollte reichen für den ersten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Blaze Black im Zeichen der Nutzlocke Challenge. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai.